Weiter geht's auch schon. Wir versuchen wieder, dass wir uns hier ein bisschen sowas wie eine Frontlinie mehr oder weniger aufstellen. Und zwar möglichst hinter einem Fluss. Trotz allem bleibt die Situation sehr verzwickt eigentlich. Wir könnten jetzt mal versuchen, diese Franzosen zu bekämpfen hier. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, wie wir ohne Flussübergang angreifen? Nein. Dann lassen wir das. Genau, du darfst sterben. War es nur ein einziger Typ, aber besser als gar nichts. Okay, eine selbsterhaltende Kolonie, sehr schön. Dann können wir ja mal hier einen Kolonisten hinsenden, um eben irgendwann unsere Kolonie Kanada zu gründen. Hoffentlich. Das gehört jetzt auch noch alles zu uns. Okay, ja, was auch immer. Hey, was hat Brandenburg hier genau vor? Wenn ihr eure Armee nicht wegbewegt, dann erleiden wir Abnutzung. Das ist euch schon klar, hoffe ich. Ja, dann gehe ich eben weg, wenn ihr hier stehen wollt. Sollte eh nicht mehr hier stehen, was auch immer. Ich würde sie hier drüben trotz allem gerne aufhalten, aber mit River Crossing. Wir könnten uns aber trotzdem mal ein bisschen weiter hier rüber positionieren. Einfach nur mal. Du gehst nach Rethel, okay. Und willst offenbar nach Luxemburg. Na gut. Dann gehst du noch gleich weiter nach Limburg, um ihn hier möglichst aufzuhalten. Falls er es denn bis Limburg schaffen sollte. Genau, und dann greifen wir ihn von drei Seiten an. Oder auch nur zwei Seiten oder was auch immer. Wie haben wir jetzt hier den Flussübergang? Ah, muss ich nicht verstehen. Toll, jetzt habe ich mich wieder auf eine Schlacht eingelassen, die wir nicht gewinnen können anscheinend. Obwohl wir extrem überlegen eigentlich sind. Wegen dem dämlichen Flussübergangsnachteil. Ja, wir machen ihnen trotzdem schön Schaden. Und wir haben die Schlacht von Luxemburg gewonnen. Gut, euch verfolgen macht wenig Sinn. Dann stellen wir uns hier wieder wie geplant eben auf. Das war eigentlich nicht so gut, durch ihr Land durchgehen, aber wenn ihr meint. Ja, und wie gesagt, wenn sie hier einfach nicht belagern würden, dann würden wir das Ganze ja durchaus noch mehr gewinnen können. Aber wir haben den Franzosen auch schon schön Schaden zugefügt. So, Gent habt ihr gewonnen. Was habt ihr jetzt vor? Okay, interessante Entscheidung eurerseits. Ah, ihr bekommt keinen Flussübergang, wenn ihr... Entschuldigung, da ist ein Flussübergang zwischen Gent und Hennegau. Ihr müsst... Was? So, bitte, das erklärt mir jemand, warum sie jetzt hier keinen Flussübergangsnachteil haben, weil das ist ernsthaft ungerecht.
Ja, wir haben trotzdem wunderbar hier gewonnen. 1 unserer Truppen vertreibt die Leute, eine bleibt hier, eine nimmt Gent zurück. Okay. Sie wollen sich hier auf die nächste größere Schlacht einlassen schon. So, schon wieder eine selbsterhaltende Kolonie. Wunderbar. Dann senden wir hier gleich den nächsten Typen. Und wir haben eine ganze französische Armee gerade vernichtet. Insgesamt sieht es immer besser aus für uns. Oh, hier unten. Was tut ihr denn hier? Das ist ja nicht besonders klug. Was auch immer ihr hier vorhabt. Ja, da wird es die brandenburgische Armee vermutlich vernichtet, soweit wie sich die vorgewagt haben, ins Feindesland. Jetzt marschieren sie auch noch mittendurch durch Frankreich. Bin nicht ganz begeistert von ihrer Taktik. Ah, hier bin ich wiederum ganz begeistert von ihrer Dummheit. Jetzt haben sie nämlich sogar einen River Crossing-Nachteil, wo er ihnen gehört. Bekommen. Wie viel Manpower hat eigentlich Frankreich noch? Nicht die maximale Mannstärke bitte, sondern die gegenwärtige. Soldaten. Was? 93.000 noch. Wir haben 0. Und wir haben bisher eher mehr gewonnen als verloren. Wie viel monatliches Mannstärke-Einkommen haben die? Verdammt. Das kann nicht gut gehen. Das kann wirklich nicht sehr gut gehen. Was hätten wir hier? Schiffsbaugeschwindigkeit? Nein, brauchen wir im Moment echt nicht. Ja, das können wir mal versuchen. Ich hätte mir fast eingebildet, wir würden hier diesen Krieg gerade gewinnen, aber mit so viel Mannstärke wie Frankreich noch hat, bin ich mir da nicht so sicher. So, genau, ihr geht dann dorthin zurück und eine Truppe von euch schicken wir nochmal darüber. Und wir nehmen mal einen militärischen Kandidaten, weil jetzt auch eine unserer Armee natürlich keinen Anführer mehr hat. So, ihr habt einen, ihr habt keinen, ihr habt einen immerhin. Ihre Armee wäre schon so schön klein runtergeschossen. Und ich sehe hier trotzdem noch nicht, wie wir das Ganze gewinnen. Mit ihrer unendlichen, wirklich unbegrenzten Mannstärke. Und unsere eigene erholt sich auch nur extrem verdammt langsam. 800 im Monat, das ist gar nichts. Nein, Pfalz, wir brauchen kein Bündnis mit euch, echt nicht. Ja, mir gefällt das Ganze gar nicht. Mir gefällt es wirklich, wirklich gar nicht. Sie wagen sich auch viel zu weit in französisches Gebiet rein. Die sollten hier ein paar der Grenzprovinzen erobern, nicht mehr. Sehr gut, wieder eine Kolonie selbsterhaltend geworden. Dann könnten wir unseren Kolonisten als nächstes... Ah,
Jetzt hat das mal funktioniert. Nova Hollandia. Warum nicht? Ehrlich gesagt, Nova Hollandia, ja, passt. Gut, dann arbeiten wir hier weiter an der Verbindung, würde ich mal sagen. Ah, hier haben wir schon jemanden, dann schicken wir hier den nächsten hin. Um uns eben möglichst viel von Nordkorea, wollte ich gerade sagen, Nordamerika zu schnappen. Ja, wie viel haben wir denn hier überall Versorgungslimit? Eigentlich eh genug, wie es aussieht. Wisst ihr was, dann lassen wir die eine Provinz mal in Ruhe und schauen stattdessen, dass wir hier unten unseren Verbündeten Unterstützung möglichst leisten. Damit die hier nicht sterben. Tradition will ich im Moment nicht verlieren. Wohingegen es ein bisschen Inflation nicht umbringen würde. Ja, ein bisschen Abnutzung erleiden wir natürlich trotz allem. Das war auch absehbar so. Aber dann beschleunigen wir das Ganze hier trotzdem mal noch ein bisschen. Und belagern hier mal hoffentlich die ersten paar französischen Provinzen. Ihr habt einfach so jetzt Frieden geschlossen mal. Ohne dass wir Frankreich... War es das wert? Muss ich jetzt fragen an dieser Stelle. War es das wirklich wert? Ich weiß es nicht. Naja, egal. So. Bessere Technologie. Gerne. Neuer Berater. Gerne. Kolonialreichweite. Gerne. Truppenlimit plus 10%. Gerne. Textilmanufaktur. Gerne. Darlehen tilgen. Zurückzahlen. Auf jeden Fall. Sofort. Neue Mission. Ah, neue Entscheidung. Plus 0,5 Missionarsstärke. Gerne. Bezahlung. Gerne auch etwas weniger. Sehr schön. So, sind unsere drei Truppen eigentlich noch vollständig? 1995, nein. 1904, nein. 2010, 5. Okay, eine ist immerhin ganz geblieben. Ja, jetzt hoffen wir dann, dass sich Nova Hollandia auch bald seine eigene Armee baut. Und das hat es zumindest schon mal begonnen zu tun. Amsterdam hat seine Armee irgendwie verloren oder bringt sie zu uns oder keine Ahnung, was die vorhaben. Ihr könnt euch wieder in den Hafen stellen und euch mal heilen. Wir haben immerhin keines der teuren Großschiffe verloren. Ja, die Transportschiffe werden wir jetzt eh nicht mehr brauchen, die können wir auch auflösen. 117 Truppen ist ja trotzdem eine schöne Menge. Da werden wir auch schauen, dass wir wirklich so viel Ball schon haben. Haben wir das auch durch die Untertanen wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ob man das sehen kann, wie viel, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, neue Verbündete wären eigentlich mal was Schönes. Und jetzt, nachdem wir Frankreich nicht mehr haben. Trier ist doch schon unser Verbündeter, oder? Ah ja, genau, das geht ja nicht mit ihnen. Würde England denn ein Bündnis wollen? Bündnis mit Rivalen nicht möglich? Naja, das lässt sich ja schnell ändern. Ah ja, genau, das könnten wir hier tun. Wollen wir aber natürlich nicht. Ja, okay, wir können aber bald wieder Bündnisse schließen anscheinend. Unsere Rivalen sind England, Schweden, Spanien. Statt England könnten wir hier jetzt auch mal die Franzosen annehmen. Und dann den Engländern ein Bündnis anbieten. Um so auch sie als Absicherung gegen Frankreich eben zu haben. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir erstmal noch einen Diplomaten, um hier Beziehungen zu verbessern mit England. Und ja, jetzt müssen wir eh erstmal ungefähr 100 Jahre warten, bis wir wieder Mannstärke haben.
Gut, bis dahin und für diese Zeit würde ich mal sagen, ich verabschiede mich mal kurz. Ich werde einfach weiter kolonialisieren und sonst wird, glaube ich, nicht sehr viel passieren. Ist herausgefunden, wo die Armee von Neu-Amsterdam ist. Die haben hier tatsächlich gegen Frankreich mitgeholfen. Nur haben sie jetzt Probleme, die Armee wieder zurückzubefördern. Naja. Darauf, wir könnten dann auch endlich mal anfangen, uns ein paar Manufakturen zu bauen. Welche bringen denn das meiste Geld? Hier hätten wir überall 8,55, 4,75. Nicht möglich. Okay, die Textilmanufakturen bringen das meiste Geld. Bauen wir einfach mal die ersten paar Textilmanufakturen. England ruft uns in einen unendlich riesigen Krieg. Ja, ich meine, wir können das nicht annehmen. Also gegen Frankreich, Spanien und Italien im Prinzip auf einmal zu kämpfen, das wird nichts. Da mache ich lieber wieder ein Bündnis mit Frankreich einfach bald mal. Technologie, wunderbar. Und wir bauen uns wieder mal ein, zwei Manufakturen, würde ich sagen. Und zwar natürlich wieder von der Textilmanufaktursorte. Geht sich eh nur eine aus. Okay. So, ich habe ein paar neue Bündnisse geschlossen und unsere diplomatische Situation sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus inzwischen. Was dann wieder mal ein paar Textilmanufakturen. Und eine Kolonie ist auch wieder selbsterhaltend. Dann können wir jetzt endlich die Verbindung hier hoffentlich auch erschaffen, damit Nova Hollandia hier eben ein schönes durchgehendes Gebiet hat. Die nächste Kolonie ist selbsterhaltend. Ja, ich meine, die Küste haben wir ja dann schon für uns beansprucht. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach als nächstes dieser Küste hier wieder entlang und schauen, dass wir die zur Gänze für uns beanspruchen können, damit das ganze Gebiet hier eben für uns gesichert ist. Mehr Textilmanufakturen. Und dann haben wir eigentlich auch bald alle, die wir brauchen. Und wir holen uns mal wieder bessere diplomatische Technologie. Yay! Jede Menge Geld und ihr wisst, was das bedeutet. Wir schauen noch, wo es uns am meisten bringen würde. Hier können wir zum Beispiel ein paar 5,22er machen und dann ist eh das Geld schon wieder so gut wie weg. Ja, bauen wir hier eben nochmal eine von denen. 50 im Monat, ganz nett. Zeit, dass wir auch unsere Armeen wieder ein bisschen aufstocken, damit die auch wirklich wieder ganz sind eben. Hier zum Beispiel auch nochmal gleich. Wunderbar. Dann sind wir beim wie vielen Truppen von wie viel Maximum? Okay, ein paar gehen sich dann noch aus. Das sehen wir uns aber dann gleich noch an. Schiffsmäßig könnten wir noch jede Menge bauen. Glaube nicht, dass das was bringen würde. Ja, wir machen auch jetzt schon genug Geld durch Handel. Tut sich hier eine kleine Option für uns auf, dass wir möglicherweise ein paar Gebiete wieder mal friedlich übernehmen könnten. Und dazu werden wir jetzt hier anfangen mit Braunschweig und Köln dann als nächstes Mal. Wir haben wie viele Beziehungen? 5 von 7? Okay, nein, wir können sogar noch mehr Beziehungen anfangen, also. Dann werden wir mal die drei Beziehungsverbesserungsberater alle abberufen, damit wir das hier schnell eben lösen können. Schweden hat leider das Bündnis mit uns gebrochen, weil sie mussten, weil Frankreich das eben von ihnen gefordert hat. Also, so viel dazu. Ja. So, wir haben gesagt, hier wollen wir drei Bündnisse erzielen. Bündnis, ihr wollt kein Bündnis. Gut, dann halt nicht. Bündnis, wunderbar. Bündnis. So, wartet mal, das ging ja schnell. Jetzt schon in einen Krieg gerufen. Ja, okay. Meinetwegen. Mit euch wollte ich auch noch ein Bündnis eingehen, wird aber wohl noch nichts im Moment. Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht den Mainzern ein bisschen hilfreich sein könnten. Und sehr wohl, das können wir. Da müssen wir auch gar nicht viel mehr der Armee zahlen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Ah, so viel zu dem Thema. Die Truppe ist wohl tot, oder? Nein, immerhin sind sie nicht ganz tot. Trotzdem, mehr bezahlen wäre unnötig. Okay, mehr bezahlen wäre unnötig. Not.
Genau, ihr belagert da unten. Ihr könnt euch wieder eurer originalen Truppe anschließen, wenn ihr könnt. Eine unserer Kolonien ist wieder selbsterhaltend. Dann starten wir sogleich die nächste Kolonie hier entlang der Küste, damit wir auch dieses Stück Land eben für uns mehr oder weniger beanspruchen. Und dann werden wir uns wieder nach unten ein bisschen ausbreiten, um hier vielleicht Schottland ein bisschen aufzuhalten. Ja, sowas in der Richtung. Einfach möglichst viel von Nordamerika eben für uns beanspruchen. Insgesamt. So, bin ich jetzt der Leiter im Krieg? Nein, ich bin nicht der Leiter im Krieg. Das heißt, ich kann Braunschweig hier nicht mal übernehmen. Das ist schade. Köln will ein Bündnis. Ja, das hätte ich sowieso vorgehabt. Gut, die Belagerungen sollten wir alle trotz allem recht schnell gewinnen können. Wer ist jetzt noch alle eingestiegen? Okay, niemand so wirklich. Zumindest niemand, der irgendwie bedrohlich wäre für uns. Ja, wir könnten dann doch wirklich drüber nachdenken, uns vielleicht langsam in Europa auch militärisch wieder auszubreiten. Ich glaube, dass wir durchaus mächtig genug sind. Außer Frankreich kann uns niemand so wirklich davon abhalten. Ja, so viel dazu. Unsere beiden Belagerungen gewinnen wir hier. Auf jeden Fall langsam. Ja. Irgendwie bin ich bis jetzt mir nicht ganz im Klaren darüber, was Prestige mir eigentlich bringt, deswegen ist es mir bis jetzt immer noch ganz egal, wenn ich eigentlich wenig davon habe. Gibt sicher einen guten Grund, warum man Prestige haben will, aber ich weiß ihn einfach nicht. Ja, wie schade, dass wir euch jetzt nicht einfach zu einem Vasallen machen können oder irgend sowas Praktisches. Ah ja, da werdet ihr dann schneller. Habt ihr jetzt schon Frieden geschlossen mit Braunschweig? Ach, ihr Idioten. Und wieder eine selbsterhaltende Kolonie. Dann machen wir hier gleich die nächste der Küste entlang. Und Nova Hollandia hat hier jetzt ein durchgehendes, sehr großes Gebiet. Sehr schön. Truppenlimit und Disziplin oder Moral der Armeen und Festungsverteidigung. Bei beiden wäre es mir lieber, wir würden nicht die Stabilität verlieren. Aber nehmen wir mal die Moral. Das Limit brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ja, wir sind trotzdem noch bei 2 Stabilität. Okay. Soll ausreichen. Belagert ihr hier überhaupt? Ihr belagert hier gar nicht. Ist das gar nicht Pfalz? Das ist Pfalz. Wieso belagert ihr nicht? Muss man jetzt nicht verstehen? Ist da noch eine andere Armee? Auch nicht. Okay, versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Es wird nicht mal das Gebiet irgendwie erhellt, wie das normalerweise der Fall wäre. Also irgendwas, ja, irgendwas ist da schiefgelaufen. Okay, haben wir den Krieg für euch gewonnen und ziemlich viel Mannstärke dadurch verloren. Ich hoffe, es freut euch. Ja, ich kaufe mir im Moment doch eigentlich recht gerne ein bisschen administrative Macht. Ja, dann bauen wir hier mal einfach die letzten beiden von dieser Sorte. Und dann, so, wir wollten hier mit allen Leuten Bündnisse schließen. Das läuft aber bisher nicht sehr gut. Aber hier können wir trotzdem mal Beziehungen verbessern und auch mit euch Beziehungen verbessern. Und wer mag uns hier nicht besonders gerne? Nassau, beziehungsweise Hessen. Dann werden wir für euch einfach einen Anspruch fingieren. Haha. So läuft das nämlich hier.
Ja, das sind alles Gebäude, die wir vermutlich nicht in Europa bauen könnten. Außer den dämlichen Schatzkammern. Ja, machen wir hier einfach mal ein Zahlhaus, warum auch nicht. So, was wir jetzt gleichzeitig noch tun können, ist hier um Militärzugang mal bitten zum Beispiel. Und ihnen gleich noch Militärzugang gewähren. Einfach alles, um die Beziehungen eben zu verbessern ein bisschen. Und das gleiche machen wir dann gleich nochmal für euch. Wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, wir fingen einfach gleich noch einen Anspruch. Weil ihr ja nicht friedlich uns gehören wollt, werden wir einfach eben mit Anspruch fingen, das Ganze lösen. Ihr könntet euch auch wieder mal zusammenschließen. Und ja, wir überspringen jetzt mal wieder ein bisschen.